Jo Freunde, was geht ab? Es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Ich habe lange kein Video mehr gemacht, weil ich im Urlaub war und den Job gewechselt habe und viel passiert ist, viel um die Ohren hatte. Da erzähle ich euch auf jeden Fall auch noch was zu. Aber wir gehen jetzt erstmal Fahrrad fahren und zwar einmal rund um den Rhein, 30 Kilometer insgesamt. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, erstmal frühstücken. Ich habe mir ein Brötchen mit Rührei und Bacon gekauft. Und wir sind gerade am Kölner Dom. Jo. Hi Laura. So, wir sind jetzt 1 Stunde und 2 Minuten gefahren, 15,32 Kilometer. Hier sieht man die Strecke einmal um den Rhein rum. Und gleich fahren wir wieder zurück zum Kölner Dom. Yes, und jetzt wird aber erstmal ein bisschen gegönnt. So, wir sind wieder am Dom angekommen, da hinten ist er. Ja, 20 Kilometer gefahren insgesamt, war sehr chillig, noch einen Kaffee getrunken. Jetzt geht's wieder ab nach Hause und dann geht's gleich noch in die Boulderhalle. Yes. Was braucht man fürs Bouldern? Boulderschuhe. Ich habe hier die Scarpa VS. VS, ja, glaube ich. Instinct VS. Mega gute Schuhe. Und ein Boulder Bag mit Chalk drin. Und ein paar Bürsten. Hier so eine dicke, etwas dünnere. Und noch eine dünne, die ist auch schon ziemlich abgerannt. Und dann habe ich hier noch so ein Klettertape in Schwarz, das hält aber mega schlecht, bin ich sehr unzufrieden mit. Ich hatte vorher ein weißes von Kletterretter, das war deutlich besser. Das war so ein Billigding hier von Amazon, werde ich mir auf jeden Fall nie wieder kaufen. Dann nehme ich noch eine Flasche Wasser mit und dann ready to go. Jo, jetzt sind wir hier in der Boulderhalle angekommen, im Boulderplanet. Beste Boulderhalle in Köln auf jeden Fall. Hier hinter mir ist die Regenbogenwand und da ist eine grüne Route, ist so ein Sprung. Den will ich heute nochmal machen. Ich habe den letztes Mal schon mal gemacht, aber bei so Sprüngen gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, ob man die dann nochmal wiederholen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das nochmal hinbekomme. Man springt hier an das Volumen und dann springt man hier rüber und da oben ist der Top. Hat erstaunlich gut funktioniert, ne? Beim zweiten Mal. Ja, bei diesen Sprüngen ist einfach manchmal Glück, dass man das richtige Timing und so erwischt. Und ja, heute hat es direkt funktioniert. Boah, crazy. Mein Fuß da nicht rein. Kannst du deinen linken Fuß einen höher stellen und kommst du dann an den oberen dran?
Schön. Ah. Ich glaube, erstmal links, unten, rechts gegen die Wand und dann mit links hochgreifen. Und linken Fuß unten, rechts gegen die Wand und dann mit links hochgreifen. Ja. Like this. Da musst du nochmal dran hüpfen, so ein bisschen. Schlawinier. Und ist machbar. Ich glaube schon. Nur der Start ist ein bisschen wild und sei top. So wie bei mir, einfach genau. Alles scheiße. Aber sonst geht's. Wenn sonst keine Probleme hat. Komm. Aber bleib doch links und geh einem, also bleib doch da links. Ja, komm an. Fuß wechseln, Fuß wechseln. Schön. Jetzt links. Schön, komm. Komm. Nice. Rechter Fuß und jetzt ein kleiner Hüpfer. Ui. Schön, komm. Wie ist es so? Oh Mann, jetzt muss ich extra so mich runter machen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Jo, ganz anders. Nimm den unteren jetzt. Boah, crazy. Okay. Fußwechsel. Dein Ernst, du kommst da einfach dran? Will ich mich doch verarschen? Länge macht so viel aus, ey. Schaff's erst jetzt. Ich schaff nicht mal aufzustehen. Let's go.
So, das war mal wieder eine erfolgreiche Klettersession, mehr oder weniger. Ich habe eine 4 geschafft, ich glaube eine. Und Laura hat eine 3-4 geschafft, also... Du hast doch 2, oder was war das Grüne? Ah, Joker, ne? Ja, das war ein Joker. Ich glaube, ich habe eine 4 geschafft, vielleicht auch 2. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt noch was zu essen. Ja, das seht ihr gleich. So, wir sind hier bei Cantoni House. Das ist von den Machern von Kebabland, glaube ich. Ein echter Geheimtipp hier in Ehrenfeld auf jeden Fall. Ich habe ein Dürüm mit Joghurt und Salat dazu. Und so sieht das Ganze aus. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir sind gleich zum Grillen eingeladen, deswegen war es das jetzt mit dem Video. Peace, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Like da. Einen Daumen nach oben und ein Like, genau. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Peace, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.